Es freut mich, Ihnen das Brustbild eines Pharisäers von Hermann Prell vorstellen zu dürfen. Im Schatten des Verrats. Das Bild ist der Entwurf für den Kopf desjenigen Pharisäers, der Judas auf einem der Hauptwerke Hermann Prells, dem 1886 vollendeten Gemälde Verrat des Judas, Judas die Münzen darbietet. Der bildfüllende, durch das ornamentierte Prunkgewand ausgezeichnete, monumental wirkende Kopf ist beinahe ins verlorene Profil gewendet, was auf dem ausgeführten Gemälde durch die Hinwendung des Pharisäers zu Judas begründet ist. Trotzdem sich der Dargestellte dem Betrachter durch seine Abwendung entzieht, galt es, die Motivation des Kaufs eines der Jünger Christi künstlerisch herauszuarbeiten, weshalb die Zeichnung auf die Ausprägung des Gesichtsausdrucks fokussiert ist, während das Beiwerk eine eher summarische Behandlung erfährt. Bei der Charakterisierung des Gesichts meistert Hermann Prell eine Gratwanderung. Indem der Pharisäer trotz seines zerstörerischen Handels ein Akteur der Heilsgeschichte ist, hat der Kopf eine diesem Geschehen entsprechende Würde aufzuweisen. Zugleich muss die Physiognomie aber auch von der intriganten, den Verrat in die Wege leitenden Einstellung zeugen. Zur Lösung dieses Dilemmas bezieht sich Prell auf traditionelle Darstellungen von Apostelköpfen, verschattet das Gesicht, um die verstockte Dunkelheit des Geistes anzuzeigen, und rückt den Nasenansatz leicht hoch, während die Mundpartie abfällt, wodurch der Motivation des Handels ein physiognomischer Ausdruck gegeben wird. Die am Verrat hängende fatale Dramatik kommt in der Monumentalisierung des Kopfes ebenso zum Ausdruck wie in den gewitterartig aufleuchtenden Weißhöhungen, die mit dem Dunkel der Kreide kontrastieren. In Form einer vom Künstler selbst als eigenständiges Werk angesehenen Studie werden anhand dieser Zeichnung die Bildprobleme und die Ideenfindungen der Monumentalmalerei sichtbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen die Qualitäten dieses Kunstwerks etwas näher bringen können.